Heute Morgen werde ich über ein wichtiges Thema sprechen. Jeder weiß, dass es wichtig ist, aber leider wird manchmal nicht so in die Tiefe gelehrt über das Thema, dass man ein besseres Verständnis hat. Und ich sage das, warum? Weil ich sehe, wie oft Leute zu mir kommen und fragen, ja, aber Vergebung ist das, oder ist es das, oder ist es das, oder ist es das. Und das werden wir ein bisschen bearbeiten heute Morgen, um zu sehen, was Vergebung wirklich ist. Weil es ist wirklich, um etwas praktizieren zu können, müssen wir es richtig kennen. Und ich werde ein bisschen Beispiel von meinem persönlichen Leben damit bringen, damit unser Verständnis noch größer oder besser wird. Und das Ziel von der Lehre, ganz wichtig, das Ziel von der ganzen Lehre, was ihr lehrt bekommt, diese Wochenende, hat immer ein Ziel, dass man es umsetzt. Leute denken, wenn sie viel wissen, ist es genügend. Aber Wissen ist gut, Umsetzen ist besser. Es gibt Leute, die kennen die Bibel auswendig, aber nicht inwendig, nein. Es gibt Leute, die kennen ganz viel über die Bibel, aber die sind gar nicht bekehrt oder ja, die praktizieren es nicht. Und das nutzt uns nichts. Und das ist manchmal in unserer Gesellschaft, weil wir beeinflusst sind von dem griechischen Denken, denken wir, weil wir es wissen, dass wir es wissen. Aber die Juden, diese hebräische Kultur, du weißt nur, was du umsetzt. Viele Leute reden, aber ich will auch sehen, was sie sagen, dass sie es tun. Wenn sie nur reden, hilft niemandem, oder? Wie jemand, einmal habe ich auf eine Tür gelesen, war so wie hier eine Gemeinde, also war mehrere Gemeinde, aber auch mit Räumen, wo die Leute drin geschlafen haben. Mit so Zimmer. Und auf eine Tür war geschrieben, in Theorie weiß ich alles. Ist nicht schlecht. Und jeder weiß, dass Vergebung wichtig ist. Wisst ihr, manchmal bin ich traurig, dass ich sehe, dass Christen nicht mehr zusammen sind, oder dass Gruppen zusammen nicht mehr zusammen sind, oder Spaltung sind in der Gemeinde, dass Leute sich trennen. Und ich glaube, einer von den Hauptgründen ist Stolz und Unvergebenheit. Unvergebenheit, sie können sich nicht einander vergeben. Ja, aber Vergebung ist schwer. Ja und nein. Ja und nein. Ich glaube, eine Hilfe für uns, um vergeben zu können, ist ans Kreuz zu schauen. Weil wenn wir sehen, wie viel Gnade, das wir bekommen haben. Gnade ist, was man, wenn man kriegt, was man nicht verdient hat. Okay? Gnade ist zu bekommen, was man nicht verdient hat. Man hat Erlösung gekriegt, man hat alles gekriegt und man hat es nicht verdient. Ist Gnade. Und ich glaube, das Wichtige ist für uns, dass wir Menschen werden, Menschen der Gnade. Warum? Wir haben Gnade empfangen und wir geben sie weiter. Weil sonst wird es wie im Toten Meer. Man bekommt und man gibt es nicht weiter. Dann ist es nicht so gut. Aber es gibt mehr Freude zu geben, als zu empfangen. Wisst ihr ja? Steht ja in der Bibel. Das sage ich auch immer beim Boxen. Ist mehr Freude. Ist mehr Freude zu geben, als zu empfangen. Aber es ist ganz wichtig, Gnade weiterzugeben. Man hat umsonst, er hat es nicht verdient. Die Person, die hat es nicht verdient. Wo man vergibt. Oft hat sie es nicht verdient. Und was mir auch noch hilft, ist ans Kreuz zu schauen. Ich habe es nicht verdient. Und ein anderer Teil, wie mir noch hilft, ich verletze auch manchmal Leute. Oh. Wir sind alle auf dem Weg. Und es ist interessant, dass die größten Verletzungen
kommen von Leuten, die uns am nahe sind. Am nahe. Wenn ihr mir nicht glaubt, geht mal zu einem Anwalt, wie in Scheidung spezialisiert ist. Und ihr werdet ihn fragen, wie es ist. Die kämpfen für eine Zahnbürste. Die kämpfen, warum? Früher war Liebe, sie waren aneinander, oder? Ja, vielleicht Liebe oder vielleicht auch nicht, aber sie waren ganz nah aneinander. Und das bringt tiefe Verletzungen. Ganz tiefe Verletzungen. So wie David sagte, du, mein Freund, wie mit mir gegangen ist, du hast mich verletzt. Ja? Und oft die Leute, die am nahesten sind, die verletzen uns am meisten. Warum? Es geht immer um Herz. Ein Herz-zu-Herz-Beziehung. Und Gott möchte, dass wir Beziehung haben. Für mich war Beziehung nicht so wichtig, früher. Ich habe nicht die Wichtigkeit von Beziehung gesehen. Und einmal ist jemand gekommen, hat prophezeit, Thierry, in die Zeit wir kommen, wirst du mehr und mehr erkennen, wie Beziehung wichtig ist. Warum war Beziehung nicht wichtig für mich? Ich war Einzelkind. Alles wunderbar. Die Welt dreht sich um mich. Ich und ich. Das war die Dreieinigkeit. Ehrlich, ja. So einfach ist das. Ich brauche niemanden. Ich habe Bücher. Alles ist wunderbar. Ich kann rausgehen. Beziehung war nicht so mein Ding. Aber ich habe gemerkt, Beziehung ist ganz wichtig. Im Geschäft, im Gemeinde, bei der Arbeit, in alle Bereiche von deinem Leben. Beziehung ist ganz wichtig. Und wir müssen das wieder lernen in unserer Gesellschaft, wo so viel Individualismus ist, wo jeder auf sich selber bezogen ist, wo jeder sein eigenes Leben führt. Weil Gemeinde sagt, die Bibel sagt, Gemeinde sind wir und wir sind ein Leib. Und wenn einer leidet, leidet an alle. Und wenn wir wieder dieses Verständnis haben, das wird ganz stark sein. Ich lese viel über hebräisches Denken und jüdisches Denken und wie die Juden zusammenleben und so weiter. Weil es interessiert mich. Und ich glaube, es sind Sachen, wie man nehmen soll und es sind Sachen, wie man lassen soll. Okay? Es sind Sachen, wie man nehmen soll und es sind Sachen, wie man lassen soll. Weil manche Sachen sind Traditionen, die haben nichts mit der Bibel zu tun, nichts mit uns. Aber ich glaube, vom Denken her und von der Art, wie sie das machen, man kann sehr viel lernen. Zum Beispiel, Leute sagen, dass die Juden, dass es nur die Juden so gibt, so viel verstreut und so weiter, die Sprachen und alles noch gibt. Ja? Ein Grund dafür ist, weil sie sehr viel in Gemeinschaft sind. Es ist eine Gemeinschaft. Ich habe zum Beispiel mit einem Freund gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ein messianischer Jude. Ich habe gesagt, wow, es ist sehr interessant, dass bei den Juden ist am wenigsten Scheidung. Und ich habe gesagt, ich glaube, es ist wegen Schabbat. Sie segnen sich einander, der Mann segnet die Frau und so weiter. Und sie segnen sich miteinander. Und ich glaube, das hat Auswirkungen. Und dann ist Familie ist ganz wichtig bei Juden, Familie. Und es sollte auch wichtig sein bei uns. Ja, für mich war nicht so wichtig, ich bin nicht so aufgezogen. Und ich bin echt am Lernen, dass Familie wichtig ist. Und dann sagt er mir, ja, das ist ein Grund, der Schabbat. Aber ein anderer Grund ist eine Gemeinschaft. Und wenn sich jemand scheidet, dass die andere wissen und so weiter. Und deswegen, ja, versteht ihr, was ich meine? Sie leben, und das ist ganz wichtig. Wisst ihr, weil ich habe gehört von jemandem, von derselben Familie, hört gut zu, Sohn und Eltern, selbe Gemeinde, 2 Jahre lang haben sie nicht miteinander geredet, selbe Gemeinde, sind in die Gemeinde gegangen, einer so neben der anderen, wenn ich so sage, denke ich. Oder ich sehe manchmal Leute in die Gemeinde, die sitzen hinten, und andere sitzen vorne, weil sie sollen sich ja nicht treffen. Und dann sehe ich oft in der Gemeinde, und das sehe ich leider oft in, ich habe selber Gruppen, ne? Und ich tue wirklich die Leute schulen, wenn ihr irgendwas habt gegen jemanden, geht zu der Person,
du das sofort bereinigen. Nicht behalte, geht sofort hin. Wisst ihr, der Feind kommt mit kleine Füchse, Verderber, der ganze, ne? Kennt ihr die Städte? Und das sind kleine Sachen, wenn du was hast mit jemandem, geh zum anderen und sag, du, Entschuldigung, was du hier gesagt hast, das hat mich verletzt. Weil ich habe gesehen, oft benutzt das der Feind, um Spaltung reinzubringen. In Gruppen und unter Leuten. Deswegen bewahr dein Herz mehr als alles andere. Pass auf, was da reinkommt. Und so Kleinigkeiten hat man manchmal gegen jemanden und dann, oh oh, passiert wieder etwas. Schon wieder ein Stein, schon wieder etwas und schon wieder etwas. Und irgendwann wird es platzen. Warum? Man ist nicht ein Herz, eine Seele. Man tut nicht mitteilen. Man hat Angst, was denkt der andere. Warum? Man kennt sich nicht richtig. Aber wenn man richtig von Herz zu Herz seine Beziehung hat und man weiß, ah, die Person sagt das, aber ich weiß ganz genau, sie denkt das. Oder wenn man Herz zu Herz, das ist wahre Gemeinde. Wir leben jetzt ganz neu, wahre Gemeinde, was es ist, wahre Gemeinde. Wie oft kommen wir, wenn ich euch jetzt eine Frage stelle, ihr seid hier zum Beispiel 10, 20 Jahre in der Gemeinde, wie viel Scheidung hat es gegeben in der Gemeinde? Wie viel Trennung hat es gegeben? Wie viel Spaltung hat es gegeben? Und wo ihr die Leute gesehen habt und die Leute haben gesagt, Sonntag für Sonntag, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut, Halleluja. Preis dem Herrn, alles geht gut, alles ist wunderbar. 3 Monate später sind sie geschieden. Ist das die Wahrheit? Oder lebe ich in einer anderen Welt? Ist das anders in Frankreich wie in Deutschland? Ist es so auch in Deutschland? Wieso ist das so? Keine Transparenz, kein Herz-zu-Herz-Beziehung. Wenn du ein Herz-zu-Herz-Beziehung hast mit den Leuten, kannst du sagen, du, ich habe jetzt ein Problem. In meiner Ehe kannst du für mich beten, können wir etwas machen miteinander, können wir ein Gespräch haben. Aber das ist schwierig. Warum? Man hat Angst. Was denkt der andere? Ich muss doch ein schönes Bild haben. Ich muss mich doch so darstellen. Und das ist oft so, weil die Leute nicht verstanden haben, dass sie geliebt sind. Du bist geliebt. Ich wiederhole, du bist geliebt. Nicht, wie du glaubst, dass du bist. Nicht, wie du vorgibst, dass du bist. Du bist geliebt, wie du bist. Halleluja. Deswegen, viele Leute sagen, ja Thierry, du bist frei. Ich habe manche Leute gehört, du bist zu frei. Kann man zu frei sein? Wenn jemand frei ist, er ist eine Gefahr für Leute, die nicht frei sind. Weil Leute wollen Kontrolle haben. Und was sie nicht kontrollieren können, macht ihnen Angst. Kontrolle kommt immer von Angst. Entschuldigung, ich lasse ein bisschen meine Noten, wir gehen ein bisschen, wo der Heilige Geist gehen will. Ist das okay für euch? Okay. Kontrolle, und wenn es nicht okay wäre, er ist der Boss. Wisst ihr, es ist wichtig, dass sie nicht etwas bringen, was sie denken, das richtig ist, aber was ihr braucht. Gott wird uns nicht sagen, was wir hören wollen. Gott wird uns sagen, was wir hören sollen. Oh, ist nicht schlecht. Und deswegen ist Beziehung ganz wichtig. Beziehung. Ich glaube, wenn wir richtige Beziehungen haben miteinander, es wird so viel Heilung kommen unter uns. Und die Bibel sagt, man wird die Jünger erkennen an der Liebe, wie sie füreinander haben. Oh oh. Und das bedeutet auch Gefahr für uns. Weil man wird wieder verletzbar. Man öffnet sich der andere. Man wird verletzbar. Das ist Beziehung, verletzbar zu sein. Aber dann muss man gleich vergeben. Sage du, was du da gesagt hast oder dies oder zell. Und ich sehe mit meinen Mitarbeitern, wir haben echte, tiefe Beziehungen. Und ich sehe, wie das ihr Leben verändert, aber mein Leben auch. Ey, Gott hat mir gesagt vor ein paar Jahren, Gott, was soll ich machen, dies, zell, jens. Weil ich habe viele Gaben, ja, es ist halt so, Gott hat mir das gegeben, ich habe viele Gaben und viel Visionen und was soll ich machen? Und dann hat mir Gott gesagt, ganz einfach, Thierry, mach
Jünger. Und wisst ihr was? Ist unser Auftrag für jeder Einzelne. Jünger zu machen. Und die Grundlage für Jünger zu machen, ist Beziehung. Die Grundlage für Jünger zu machen, ist Beziehung. Und wenn man Gott gesagt hat, Thierry, mach Jünger, ja, das mache ich ja schon. Aber trotzdem, wenn Gott was sagt, muss man ein bisschen nachdenken. Weil er spricht nicht einfach, um zu sprechen. Da habe ich angefangen nachzudenken, habe ich gesagt, okay, was ist es wirklich, Jünger zu machen? Und bei mir ist es immer so, dann kaufe ich sofort 15 Bücher über Jüngerschaft. Und du das bearbeitest. Aber, und das ist gut, aber ich habe gemerkt, ich habe mehrere Sachen gemerkt bei Jüngerschaft. Ein Punkt bei Jüngerschaft ist, es kommt nicht von allein. Es muss bewusst werden und es bedeutet Arbeit. Es bedeutet Beziehung und bewusst, man trifft sich, man arbeitet miteinander. Es ist nicht einfach, sich treffen einmal in die Woche und einmal am Sonntag. Es ist viel mehr als das. Es ist eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Und durch diese Beziehung kommt viel Heilung. Ich merke, wenn, ihr wisst alle, wir stehen in einer besonderen Zeit. Das weiß jeder, oder? Man sieht, alles wird verändert. Überall und die Gemeinde wird auch verändert. Man ist in einer Zeit von Reformation. Die Gemeinde ändert sich. Alle damit einverstanden? Gut, weil es kann nicht so weitergehen. Wieso sage ich das? Ganz einfach. Ich bin überzeugt, dass Gott das gesagt hat und auch darüber gelehrt hat, wie er die Gemeinde sieht zum Teil. Weil ich glaube nicht, dass die Gemeinde die Gesellschaft erreicht, wie sie sie erreichen sollte. Wenn ich Apostelgeschichte lese, die Städte waren durcheinander. Ganz durcheinander. Und das ist unser Auftrag, alles durcheinander zu bringen. Durcheinander zu bringen bedeutet, dass es nicht richtig war. Bedeutet einfach, die Ordnung Gottes hineinzubringen. Und das ist unser Auftrag. Aber wir können das nur erleben nach außen, wenn wir es nach innen leben. Und die erste Reformation fängt in unser Herzen an. Die erste Reformation fängt in unser eigenes Herzen ein. Unsere Herzen sollen verändert werden. Und ich glaube besonders auf Beziehung. Glaube ich ganz besonders. Man ist so gewohnt, Schutzmauer aufzubauen, um nicht mit verletzt zu werden. Man ist so gewohnt, ein Lächeln aufzusetzen, obwohl das unser Herz traurig ist. Und ich glaube, durch diese Beziehungen, wahre, echte Beziehungen will dauern, nicht nur ein Jahr, einen Monat, aber wahre Beziehungen. Und Beziehungen muss man investieren, kostet Investitionen. Es kostet Kraft, es kostet Zeit. Gott immer wieder vergeben. Es wird Konflikte geben in Beziehungen. Es wird Konflikte geben. Ich spreche vom täglichen Leben, ne? Bei der Arbeit überall, ne? Weil was wir lernen in Gemeinde, soll praktisch sein für unser ganzes Leben. Und ich glaube, umso mehr, dass wir verändert werden, umso mehr wird uns Gott gebrauchen können, um Veränderung zu bringen. Ist denn manchmal sehe ich eine Gefahr mit Seminaren, so wie jetzt, über innere Heilung, dass Leute auf sich selbst bezogen sind und ständig schauen, wo ist mein Problem, wo ist mein Problem, wo ist mein Problem, wo ist mein Problem. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, es gibt eine Zeit der Heilung, aber musst nicht ständig um deinen Bauchnabel schauen. Ich habe dieses Problem, ich habe diesen Schmerz. Ja, okay, aber geh einfach weiter. Und in dem Weg mit Gott wird dich Gott verändern. Amen. Weil schon ist man auf sich bezogen. Aber das Evangelium, was ist das Ziel? Was ist das Ziel von Gott? Man kann nur mit jemandem laufen, wenn man dasselbe Ziel hat. Seid ihr damit einverstanden? Wenn man seine Ziele kennt. Amos 3,3 können zwei Menschen zusammengehen, wenn sie nicht übereinstimmen. Man kann nicht mit jemandem zusammen wandeln, wenn man nicht übereinstimmt. Und was ist das Ziel von Gott? Ganz einfach. Kolosser 1.
Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in alle Dinge den Vorrang habe. Das ist das Ziel von Gott, dass Jesus der Erste ist in alles. Im Grunde genommen, er ist der Herr. Und das soll unser Ziel sein, dass er mehr und mehr Herrschaft in uns bekommt. Dass er mehr und mehr Platz und der Herr ist in uns. Und das ist das Ziel von Gott. Jede Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und deswegen das Evangelium, wie wir gepredigt haben, oder vielleicht gepredigt gehört haben, ist vielleicht ein falsches Evangelium. Was kommt jetzt wieder? Ich glaube, wir haben zum Teil ein falsches Evangelium gepredigt. Weil wir haben ein Evangelium der Errettung gepredigt. Und das ist nur ein Teil von der Wahrheit. Warum? Weil wir ein Evangelium der Errettung gepredigt haben, hat es manchmal bei den Leuten ein Bewusstsein gegeben, was hat Gott alles für mich getan. Okay? Und das ist alles, was kriege ich? Ich bin gerettet, was kriege ich? Was kriege ich in diesem Seminar? Was kriege ich jetzt in dieser Gemeinde? Was kriege ich jetzt hier und hier? Aber wenn wir zurückkommen zu dem Evangelium, wie Jesus gepredigt hat und wie die Jünger gepredigt haben, ist ein bisschen anderes Evangelium. Geht hin und predigt das Evangelium des Reich Gottes. Oh oh. Und Reich Gottes bedeutet die Herrschaft Gottes. Und er ist der Herr. Und wir dienen ihm. Er dient uns auch, aber er ist nicht unser Diener. Ich gebe euch ein Beispiel. Manchmal höre ich Leute beten, Jesus, danke, dass du auf mein Auto aufpasst. Stellt ihr euch vor, ihr geht zu Frau Merkel und sagt, Frau Merkel, hier haben Sie den Schlüssel von meinem Auto, passt ihr auf mein Auto auf. Geht das? Und so ist man manchmal mit Jesus, pass auf mein Auto auf. Das ist total falsches Gebet. Richtiges Gebet ist, Teufel, du fährst mein Auto nicht an. Fertig. Ich nehme meine Autorität und sage, du fährst mein Auto nicht an. Versteht ihr, wie es manchmal umgekehrt ist in unseren Denkweisen? Und dann kommen wir in die Gemeinde. Und das ist auch ein bisschen ein Problem, wie wir Gemeinde gemacht haben oder vielleicht nur machen. Und man ist am Lernen. Ist nicht immer so einfach, wenn man viele Leute hat und so. Aber die Bibel sagt, wenn ihr zusammenkommt, dass jeder was hat. Nicht nur eine. Weil schon hat man zwei Camp. Eine, die kommen mit einem Bewusstsein zu geben. Lobpreisleute, Pastor, Älteste, Leute an der Tür, die kommen, um zu dienen und die anderen kommen zum Empfangen. Und Sonntag zu Sonntag ist es immer so. Und was schafft man da bei den Leuten? Ein Bewusstsein von immer empfangen, 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 aber nicht zu geben. Aber wenn ich zusammenkomme, dass jeder was hat. Stellt euch vor, jetzt kommt jeder und sagt, okay, du, heute Morgen habe ich das gekriegt vom Herrn, ich habe das gekriegt, ich habe das, ah, super. Und du, was hast du gekriegt? Ja. Und auf einmal merkt man, wow, jeder hat was. Und es ist eine Bereicherung. Wisst ihr, manchmal sehen Leute, denken, ah, du sagst wie sich, ja? Denken, ja, sind schon 20 Jahre Christ oder 30 Jahre Christ, sind ganz ruhig in ihrer Ecke. Vielleicht nicht so viel. Und auf einmal gibt man die Möglichkeit, diese Leute zu reden und man sieht, wie viele Schätze, wie viel Reichtum in diese Leute sind. Du denkst gar nicht. Und dann denkst du, wow, da ist so viel da drin. Die Leute sind ganz ruhig irgendwo in einer Ecke. Du hörst sie nie. Aber wenn sie das Mund aufmachen, es steckt so viel da drin. Stille Wasser sind tief, sagt man, oder? Und das ist so, ist Gemeinde. Man lernt sich zu kennen. Oder jemand sagt was und sagt, du, ich bin nicht damit einverstanden. Deswegen und deswegen und deswegen. Und weil Liebe da ist, hört gut zu, weil Liebe da ist, ist gefährlich, Liebe. Warum? Du weißt, du bist geliebt. Du weißt, du bist angenommen, wie du bist. Du tust dich nicht mehr verstecken. Du lässt die ganze Mauer runter. Und auf einmal bist du, wie du wirklich bist. Und dann sehen die anderen, wie du bist.
Und auf einmal siehst du auch, wie du bist. Und dann reden die Leute miteinander und dann siehst du, ah, hier habe ich noch ein Problem, aber ist egal, ich bin geliebt. Ja, ist okay, danke, dass du mir das sagst. Ist eine Hilfe, dass du mir das sagst. Danke, vielen Dank. Ah, das habe ich gar nicht gesehen in meinem Leben. Und das auch nicht. Ach, danke, dass du mir das sagst. Du komm, bete für mich. Ah, hier brauche ich nur Heilung. Ja, stimmt. Oh, hier habe ich jetzt schlecht geredet. Oh, da habe ich das noch. Und dann kommt Veränderung, wahre Veränderung. Wäre das gut so, Gemeinde? Wäre das gut, wenn es so wäre? Das ist die Gemeinde, wie Gott will. So soll die Gemeinde sein. Ich komme manchmal in kleine Gruppen und ich lerne viel mehr. Und ich komme, um zu lernen, ne? Um zu lehren. Aber ich lerne manchmal ganz viel, wenn ich sehe, wie sie zusammen leben. Man lernt viel durch Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft bedeutet auch Vergebung. Jeder wird den Fehler machen von uns. Und wir müssen lernen, uns zu vergeben. Aber was ist wahre Vergebung? Jetzt kommen wir ins Thema rein. Es ist ja alle, immer das Thema. Aber jetzt kommen wir ein bisschen in die Tiefe hinein. Was meint ihr damit mit diesem Programm? So, wenn so Gemeinden ist. Ich schockiere manchmal, ich komme manchmal in Gemeinde oder in Orte, wo ich Freiheit habe. Ja? Wo ich mich frei fühle, wo ich sagen kann. Und manchmal sage ich zu der Leiter, du, heute Morgen machen wir keinen Lobpreis. Wir fangen direkt mit der Predigt an. Und nachher machen wir vielleicht den Lobpreis. Oder während der Predigt, okay, jetzt komm. Tack, ich spüre jetzt, komm, machen wir den Lobpreis. Oder hat jemand ein Wort? Und lass die Leute einfach machen. Ja, da muss man, ich muss den Pastor kennen und so weiter, dass man das machen kann. Kann man nicht überall machen. Aber versteht ihr, wie es ist? Und das ist normal gemeine. Es ist wahre Freiheit, weil wir sind zur Freiheit berufen. Amen. Zur Freiheit. We are free to fly. Na, na, na. Das ist wahre Gemeinde. Und versteht mich, ich liebe Gemeinde, ich bin Gemeinde, du bist Gemeinde. Gemeinde bist du und ich, ja? Ist kein Gebäude. Ich liebe die Gemeinde, aber wie Gott sie haben will. Und es kommt Veränderung. Gott ist am, die Gemeinde zu verändern. Du, mindestens unser Verständnis, was Gemeinde ist. Oder wie sie funktioniert mit Strukturen und so weiter. Man liest ganz wenig über Struktur in der Bibel von Gemeinde, ganz wenig. Warum? Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Beziehung, heile Beziehung bringen so viel Heilung. Durch Beziehung kriegt man so viel Heilung. Für mich war das, wie gesagt, ich war Einzelkind, Beziehung braucht man nicht. Aber ich habe gemerkt, es ist ganz wichtig, Beziehung. Wie im Himmel, so auf Erde. Wie es im Himmel. Der Heilige Geist sagt zum Vater, ich bin nicht einverstanden mit, was du sagst. Ist es so im Himmel? Sie sind eins. Wie war die Gemeinde? Sie waren eins. Ja, sie waren eins. Ein Gedanke, alles gleich. Und das bedeutet nicht immer, dass man immer mit allem einverstanden ist. Manchmal kannst du, wisst ihr, ich habe manchmal Leute, die denken anders wie ich in manchen Bereichen. Und dann redet man darüber. Ich sage, ja, okay, es ist so, ich denke so. Zum Beispiel, ich gehöre zu einer Bewegung. Manche Leute glauben, einmal gerettet, immer gerettet. Ich bin nicht damit einverstanden. Aber okay, ich kann stehen lassen. Ist deine Meinung, ich habe andere. Wir werden uns nicht auf die Köpfe abhauen deswegen. Wir lieben uns, wir sind Freunde. Und fertig, oder? Wie oft ist Spaltung oder Problem in der Gemeinde wegen einer Kleinigkeit? Wegen irgendwas denke ich, manchmal können die gerade hingehen und darf den Kopf hauen. Ich habe recht. Ja und? Jetzt sage ich grundlegende Sache. Das ist klar. Grundlegende Sache. Gesunde Lehre. Also grundlegende Sache, das fasst man nicht an. Wenn es Rettung ohne Kreuz oder alle sind gerettet und was weiß ich, alles für falsche Lehre und kannst leben, wie du willst und sowieso nicht schlimm, das sind alles falsche Lehren, das gibt es auch. Ich spreche nicht von dem, aber was nicht wichtig
ist, da kann man eine andere Meinung haben. Ist das okay? Glaubt ihr, dass viel Heilung geschehen wird, wenn wir so leben in Gemeinde? Weil Vergebung, ich werde darüber lernen jetzt, aber ist nicht etwas, wie man unbedingt wissen muss, aber etwas, wie man umsetzen muss. Es ist wichtig, dass umgesetzt wird. Ist so wichtig. Und ihr wird Gelegenheit haben, ist keine Prophetie, ist einfach Fakt, ihr wird Gelegenheit haben, das, was ihr heute gelernt bekommt, umzusetzen. Und ist ein Prozess. Erstens, eine wichtige Frage ist, wie kann man Unvergebenheit erkennen? Oder dass man vergeben muss, erkennen. Das ist ganz wichtig bei mir zum Beispiel. Leute verletzen mich und sagen, oh, ich bin nicht verletzt, ich vergib ihnen und fertig. Und dann später merke ich, oh oh, ich habe was gegen diese Leute. Wie merkt man das? Und da gibt es mehrere Sachen, wie man spricht über die Leute. Welcher Ton, das da rauskommt. Bitterkeit. Kritik. Schlecht reden über diese Leute. Man tut Trichter. Man murmelt. Man ist schnell verletzt. Man ist oft negativ gepolt. Durch unsere Beziehung, in unserer Beziehung merkt man sehr viel. Es ist wie, wisst ihr, wenn ich manchmal so Befreiung oder Seminar mache über innere Heilung oder so. Manchmal geht es den Leuten gut und dann auf einmal im Seminar geht es total schlecht. Warum? Wenn ihr einen See nehmt, das Wasser ist ganz ruhig, und dann kommt jemand mit dem Stock, aber er geht ganz tief unten und er macht ein bisschen Bewegung, dann kommt alles hoch. Und da ist das Ziel, Gott will die Sache hochbringen. Er will sie hochbringen, um sie wegzunehmen. Nicht schlecht, es ist gut. Er nimmt das Schlechte weg, um uns was Besseres zu geben. Immer wenn Gott was wegnimmt, gibt er uns was Besseres. Amen. Aber wir müssen bereit sein, unsere Herzen zu öffnen und zu sagen, Gott, ich gebe dir das oder zähle oder jenes. Ein anderer Punkt ist, dass Unvergebenheit, wie steht das in Matthäus 18, ich gebe euch die Peiniger. Unvergebenheit ist ein Peiniger. Wenn wir in Unvergebenheit leben, merken wir ein Zeichen dafür, ganz wichtig. Kennt ihr das? Die CD oder Kassette, immer wieder spielt sie in unseren Kopf. Die Geschichte kommt immer wieder. Und dann denkt man, ah, die Person, oder meine Mutter, oder mein Vater, oder diese Person, das ist ein Zeichen, dass Unvergebenheit in unseren Herzen ist. Es kommt immer wieder, man denkt immer wieder. Ihr wisst ja, dass wir immer denken. Und deswegen sollten wir denken, an was wir denken. Wenn wir denken, an was wir denken, erkennen wir, an was wir denken. Weil oft wir denken, und wir denken nicht das, was wir denken, weil wir denken einfach. Wir sind gewohnt zu denken. Aber man muss lernen zu denken, an was man denkt, um zu erkennen, an was man denkt, vielleicht dass es nicht richtig ist. Jedes Mal, wenn wir wieder an diese Schmerz denken von die Verletzung und die ganze Sache,
ist jedes Mal, wie wenn man wieder die Wunde öffnet, ist wie jedes Mal, wie wenn es ganz frisch ist. Und im Grunde genommen, wenn wir denken, an was wir denken, was tun wir in Wirklichkeit? Man tut, was uns Gott verlangt zu tun. Meditation. Josua 1,8, dass dieses Buch nicht von deinem Mund weichen, meditiere es Tag und Nacht, damit du Erfolg hast in deinem Leben und so weiter und so weiter. Kennt ihr die Stelle? Aber an was denken wir? Wie der Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Was denkst du in deinem Herzen? Und das ist ein Zeichen, was wir denken in unserem Herzen, ob wir Unvergebenheit haben oder nicht. Und dann, was wir aussprechen auch. Man muss auch lernen zu hören, was man sagt. Weil aus der Fülle des Herzens kommt, aus der Fülle des Herzens, ja, spricht das Mund drüber. Ja, was im Herzen ist, da spricht man. Und dann hört man, oh, wie spreche ich denn da? Aha, auf welchen Ton spreche ich da? Was kommt darüber? Oh, oh, Aggression, Verletzung und so weiter und so fort. Und dann merkt man, aha, man muss tiefer in Vergebung gehen. Und jetzt werden wir sehen, was Vergebung nicht ist. Und daher werden wir sehen, was Vergebung ist. Der erste Punkt, wie ich mit euch mitteilen möchte, ist, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist nicht, einverstanden zu sein, mit was Leute gemacht haben. Der erste Punkt ist, vergeben bedeutet nicht, einverstanden zu sein, mit was die Leute gemacht haben. Das bedeutet, sagen nicht, wir vergeben euch, aber was ihr gemacht habt, war okay. Nein, man ist nicht damit einverstanden. Okay? Ist ganz wichtig. Zweiter Punkt. Es ist nicht zu entschuldigen, was die Leute getan haben. Es ist nicht zu entschuldigen. Ich werde das besser erklären mit einem Beispiel, damit ihr mich besser versteht. Mose hat mit Gott gerungen und ich glaube Abraham auch, wenn so und so viele Gerechte sind, diese Stadt. Kennt ihr diese Geschichte? Er hat nicht gesagt, es ist in Ordnung, was die Leute tun, aber bitte Gott, vergib ihnen. Barmherzigkeit ist, wenn uns Gott nicht gibt, was wir verdient hätten. Ich wiederhole. Barmherzigkeit ist, wenn uns Gott nicht gibt, was wir verdient hätten. Und das ist ganz wichtig, auch bei Vergebung werden wir nachher sehen, dass es wichtig ist, dass wir barmherzig sind. Das bedeutet nicht, dass wir entschuldigen, was die Leute gemacht haben. Ja, wenn du nicht sagst, ja, ist nicht so schlimm oder so, man tut es absetzen, ja. Es ist schlimm, aber ich vergib trotzdem. Versteht ihr, was ich... Weil manchmal kann man so denken, ja, aber ist ja nicht so schlimm. Und man sieht ja heute in der Gesellschaft, ja, der hat Frau ermordet und vergewaltigt, aber ich verstehe die Kindheit und ist ja so schlimm. Und versteht ihr, was ich versuche? Will mitzuteilen, ja? Man nur die Leute entschuldigen, ja, aber es ist ja... Doch, doch, die Person ist verantwortlich. Die Person... Es sind Umstände da, aber die Person ist trotzdem verantwortlich, weil sie hat sich trotzdem entschieden. Ja, der Arme. Heutzutage ist der Täter ist mehr der Opfer als der Opfer. In die Gesellschaft manchmal, wenn man sieht. Ist manchmal schlimm. So ein Humanismus drinnen, wie alles verdreht. Und das ist der Unterschied zwischen christlicher Seelsorge und weltlicher Seelsorge. In der Welt... Die haben keine Entschuldigung. Sie wissen nicht, wohin gehen. Wir haben das Kreuz. Wir wissen, wo wir hingehen können. Ja? In der Welt sagen sie, ja, wenn sie dieses Problem haben, sie sind ja nicht schuld. Ihre Eltern sind schuld oder die Oma ist schuld oder die Katze ist schuld oder Kanarievögel ist oder was weiß ich. Aber die Leute können keine Schuld auf sich nehmen. Warum?
Man kann Schuld, ja, ich bin schuld. Und deswegen gibt es Vergebung. Ich kann zu Gott kommen und er kann mir vergeben. Er kann meine Schuld wegnehmen. Ich kann mich abladen dahin. Aber die Welt hat das nicht. Und da ist der große Unterschied zwischen Seelsorge in der Welt und christliche Seelsorge. Versteht ihr, was ich mitteilen möchte? Und bei uns gibt es Vergebung. Das ist eine gute Nachricht. Aber Vergebung, Punkt 1, ist nicht einverstanden, was sie getan habe und sagen, es ist okay, auch nicht entschuldigen, ist nicht zu rechtfertigen, dritter Punkt, es ist auch nicht zu rechtfertigen, was die Leute gemacht haben. Was ist es zu rechtfertigen? Bedeutet, nicht sagen, dass etwas wie falsch ist, dass es richtig ist. Okay? Es bedeutet nicht, es war falsch und sagen, ja, aber es war richtig. Es ist falsch und es ist falsch. Versteht ihr, was ich versuche mitzuteilen? Okay. Es ist auch nicht, was manchmal Leute machen, ist zu verleugnen. Ja, das hat es nicht gegeben. Nein, es hat es nicht gegeben. Das geht auch nicht. Vergeben ist nicht verleugnen. Vergebung, das ist der vierte Punkt, was manche auch machen, ist wie ihre, wie sagt man das, ihre Erinnerung runterzudrücken. Ja? Alles zu verdrängen. Genau, danke für das Wort. Verdrängen. Es ist auch nicht verdrängen, weil das ist sehr ungesund. Ich sehe manchmal Leute, die verdrängen die Sache und dann auf einmal drückst du auf den falschen Knopf, pium, der Vulkan geht hoch. Das zeigt, es ist sehr viel noch eingestaut innen und das muss raus. Gott will uns heilen. Ja, aber man muss, ich habe mal mit den Leuten gesprochen und gesagt, ja, über Vater und haben wir so ein Seminar gemacht, ich glaube, war über Vaterschaft. Dann sage ich, okay, jetzt gehen wir in Vergebung mit den Vätern und so. Schreibt auf, was ihr zu vergeben habt und so weiter. Dann sage ich, die Person ist nichts. Nein, mein Vater hat nichts gemacht, nichts Falsches. Dann sage ich, wow, heißt er Jesus oder wie? Aber versteht ihr, die haben so ein Ideal aufgebaut, ein Bild, wie es sein sollte oder wie sie denken, das ist, und dann tut sie das irgendwo anbeten. Versteht ihr, was ich versuche rüberzubringen? Die geben sich ein Bild, er ist so und so und so und so und so. Und manchmal merke ich, es geht ganz tief, wenn ich Seelsorge mache mit den Leuten. Ja, mein Vater hat mich nie in den Arm genommen, wenn ich klein war, und ich kann mich erinnern, mit 3, mit 4. Hat er mir eine Puppe nach Hause gebracht, hat mir auf seinen Schoß genommen und das bleibt bei den Leuten. Es bleibt. Wir sind wie ein Computer. Es werden Sachen drauf gespeichert. Und innere Heilung und so ist einfach ein Reset zu machen oder die Festplatte wieder zu bearbeiten und Heilung zu bringen und etwas Neues schreiben. Wisst ihr, es ist etwas in unserem Leben, wie sich immer wieder erholt, wenn man nicht vergeben habe, ohne Vergebung. Es ist wie ein Prozess. Es wiederholt sich immer, immer wieder. Weil in unserem Herzen sind so wie eingravierte Sachen. Wisst ihr, wenn die, kennt ihr noch die Schallplatte? Ja, meiste sind so in meinem Alter oder älter. Ich bin ja der Jüngste hier. Und ist wie eine Schallplatte, wisst ihr noch, diese Schallplatte, wenn sie laufen? Ja, die geht immer, warum? Es sind so Strieme drin. Dann gehen sie immer auf dieselbe Seite und immer dieselbe Musik. Und in unserem Herzen ist das Gleiche. Es sind so Dinge drin, ne? Und es kommt immer das Gleiche, bis das Heilung kommt oder Veränderung kommt. Unser Herz wird uns führen und leiten irgendwohin. Und deswegen, wie wir die Welt sehen, wie wir die andere sehen, wie wir uns selber sehen, ist so wichtig. Und weil wir nicht vergeben haben,
haben wir oft ein falsches Bild von uns selbst, von anderen und oft auch von Gott. Weil Gott ist ein vergebender Gott. Gott vergibt gern. Amen. Und deswegen, das Ziel ist, dass Jesus der Herr ist, aber ein anderes Ziel ist, dass wir ihm ähnlich werden, Römer 8. Ich habe eine ganze Serie über die Ziele Gottes, empfehle ich euch, damit ihr wisst, und es wird euch helfen, Bewusstsein zu bekommen, was Gott will. Zum Beispiel, ein Unterschied zwischen habe ich vor kurzem gelesen, und das war sehr interessant. Da habe ich gesagt, ja, Christen, wie verfolgt sind. Er hat gesagt, wisst ihr, manchmal merke ich einen Unterschied zwischen uns, diese Leute, die wir verfolgt sind, die Christen, und die Christen bei uns in Europa und so. Ich sage nicht, dass es allgemein ist. Aber der Unterschied ist manchmal ganz einfach. Die leben mit einem Bewusstsein von der Ewigkeit. Die leben mit einem Bewusstsein von der Ewigkeit. Wir sind nur hier auf der Erde. Wir gehen durch und fertig. Wir leben nicht ewig hier auf dieser Erde. 70, 80, 90, 120. Und dann ist vorbei. Und die leben mit so einem Bewusstsein. Und das macht einen großen Unterschied. Und wir leben in einer Konsumgesellschaft. Und das trägt sich auch, wie ich vorher gesagt habe, manchmal in der Gemeinde. Man konsumiert Predigten, Prediger, alles Mögliche. Der ist gut, der ist nicht gut. Der ist ein bisschen schlecht, der ist dies, der ist zell. Versteht ihr, was ich meine? Statt Gemeinschaft zu haben und jeder hat was zu geben. Zu sagen, dass etwas nicht gegeben hat, das ist keine Vergebung. Das hat es nie gegeben, ja? Verdrängung. Das ist nicht Vergebung. Fünfter Punkt. Es ist nicht unbedingt, wie sagt man das auf Deutsch? Reconciliation. Wiederherstellung. Wir haben den Dienst der Wiederherstellung. Ja, das ist, was die Bibel sagt. 2. Korinther 5, Vers 21, glaube ich. Wiederherstellung. Und das ist es auch nicht. Weil das ist oft, was man Leute fragen. Ja, wenn man vergibt, muss man wieder zusammenkommen mit den Leuten. Nicht unbedingt. Warum? Weil Wiederherstellung in einer Beziehung bedeutet, dass beide ihre Teil tun, nicht nur eine. Weil manche denken, ja, man vergibt, dann muss man wieder Freundschaft schließen und so weiter. Wenn die Person dich weiter schlecht behandelt, sei weise. Es ist möglich zu vergeben, ohne dass Wiederherstellung da ist. Manchmal, es sind Sachen, wie nie wieder das Gleiche sein wird, nachdem, dass die Leute uns verletzt haben. Manchmal ist es so. Leider, aber es ist so, es ist die Wahrheit. Es ist wichtig, dass man das versteht, weil sonst hat man ein falsches Bild von Vergebung. Vergebung, das ist ganz wichtig, ist, das ist der sechste Punkt, Vergebung bedeutet nicht, dass man die Person wieder unser Vertrauen gibt. Vergebung bedeutet nicht, dass wir in die Person wieder unser Vertrauen wiedergibt. Warum? Erstens muss Vertrauen wiederhergestellt werden und Vertrauen muss geerntet werden. Das bedeutet, es muss gesät werden, damit wir ernten können. Das bedeutet, die Leute, die Person muss sich vertrauenswürdig erweisen wieder. Und manchmal braucht es Zeit, bis das wieder Vertrauen aufgestellt wird.
Und manchmal ist es nie wiederhergestellt, obwohl das man vergeben hat. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ganz wichtig, dass man ein gutes Verständnis habe, was biblische Vergebung ist. Aber oft, was uns hilft, um zu verstehen, was etwas ist, ist es zu sehen, was es nicht ist. Ich helfe euch. Ich wiederhole. Manchmal, um etwas gut zu verstehen, muss man den Gegensatz sehen. Das hilft uns dann, zu verstehen, was es ist, weil wir verstehen, was es nicht ist. Könnt ihr nachvollziehen? Okay. Manchmal versteht man etwas, weil man den Gegensatz sieht. Zum Beispiel, draußen ist ein schwarzes Auto. Schwarz, okay. Gegensatz ist weiß. Ah, dann sieht man weiße. Oh, ja, das verstehe ich. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen schwarz und weiß. Das ist ein großer Unterschied. Und manchmal, so wie jetzt Vergebung, ich lerne, was es nicht ist, weil das wird uns helfen, was Vergebung ist. Habt ihr mich verstanden? Gut? Gut. Ja, weil ich sehe manchmal, und das bedeutet nein, das bedeutet ja, und das bedeutet, ich verstehe nichts. Okay? Siebter Punkt. Das ist auch ganz wichtig. Und das frage mich oft Leute. Und da braucht es echt Erklärung. Vergebung, hör gut zu, Vergebung ist nicht vergessen, was uns zugestoßen ist. Vergebung ist nicht zu vergessen, was uns vergeben ist. Vergebung bedeutet nicht, dass wir keine Erinnerung an diese Tat haben. Zum Beispiel eine Frau ist vergewaltigt worden. Glaubt ihr, 30 Jahre später denken sie nicht mehr dran? Oder ein Mann ist vergewaltigt worden. Das ist seltener, aber so eine schlimme Sache. Ja, ich nehme etwas Schlimmes. Glaubt ihr, die Leute denken nicht mehr dran nach 30, 40 Jahren? Ihr ganzes Leben würde sie daran denken. Aber was ist dann Vergebung? Das ist eine gute Frage. Danke, dass ihr die Frage gestellt habt. Vergebung Der Unterschied zwischen vergeben und nicht vergeben ist, wenn man nicht vergeben hat, erinnert sich man an die Situation und man hat Schmerzen. Aber vollkommene Vergebung ist, dass man vergeben hat, man erinnert sich an diese Sachen, aber ohne die Schmerzen. Vollkommene Vergebung ist, wenn unser Herz geheilt ist. Ich wiederhole das. Vollkommene Vergebung geht Hand in Hand mit Heilung vom Herzen. Man kann vergeben, aber es bedeutet nicht, dass man geheilt ist. Versteht ihr, was ich meine? Vergebung ist manchmal wie eine Zwiebel. Ist mehrere Schale. Man vergibt eine Schale weg. Eine. Und wenn man Zwiebel nimmt, man weint immer. Vergebung ist manchmal mit Schmerz verbunden, ja. Und man weint auch, ja. Und dann geht eine Schal weg, andere Schal und man geht immer tiefer. Aber wahre Vergebung, vollkommene Vergebung, ist Vergebung mit Heilung von unserem Herzen. Letzter Punkt. Dann werden wir eine Pause haben. Es bindet uns, Unvergebenheit bindet uns mit der Vergangenheit. Unvergebenheit verbindet uns mit die Vergangenheit. Wenn wir nicht unsere heutige Tag wechseln, wird unsere Zukunft
werden wir sie nicht erreichen, die Zukunft, die wir in Gott haben. Wenn ich nichts Neues mache, bleibt meine Vergangenheit mein heutiger Tag. Deswegen ist es so wichtig zu vergeben. Ich sage immer, Vergebung ist das egoistische Akt, wie man tun kann. Weil die Person, wie ein Meister davon profitiert, sind wir selber. Ich werde jetzt eine Pause machen, bis 5 nach, eine Viertelstunde, und dann geht es weiter. Aber vielleicht noch kurz 2 Minuten vielleicht. Sie haben eine Frage gehabt, ich antworte nicht die Frage, warum, weil wir sie in einem aufnehmen. Und deswegen geht es nicht, aber nachher können Sie gern fragen nach der Predigt, können Sie gern fragen, wenn Sie was haben, weil manchmal, wenn ihr was fragt, es hilft auch die anderen Leute. Okay? Nee, Gnade ist anders. Gnade ist, warte Sie mal, jetzt muss ich erst überlegen. Gnade ist, wenn uns Gott gibt, was wir nicht verdient haben, und Barmherzigkeit ist, wenn uns Gott nicht gibt, was wir verdient haben. Ich fange an zu schwitzen. Es ist tief, es ist ganz einfach, aber es ist sehr tief. Es sind Sätze, die sehr tief sind und ganz einfach. Ich muss echt. Nochmal. Shakalabasikarabasakarabagasakatalabagada. Husch namalabasakaba. Barmherzigkeit ist, wenn uns Gott nicht gibt, was wir verdient haben.